whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute möchte ich Ihnen relativ kurz erklären, wie schottischer Single Malt Whisky hergestellt wird. Und dazu blende ich Ihnen dann stückweise jeweils die passenden Bilder hier in den Bilderrahmen mit ein, damit Sie zu meinen Erklärungen auch die passenden Bilder vor Augen bekommen. Wer es dann ganz genau haben möchte, der möchte bitte auf whisky.de die Herstellung, die detaillierte Herstellung und die einzelnen Arbeitsschritte nachlesen. Da müssen Sie aber lesen, hier müssen Sie nur zuhören. Und wenn Sie nur ganz kurz mal eben wissen wollen, was es ist, in den ersten 5 Minuten erkläre ich Ihnen, wie er hergestellt wird. Und auch dann kommen hier schon die Details und das Fachwissen, mit denen man dann bei seinen Freunden auch glänzen kann. So, Single Malt Whisky oder schottischer Single Malt Whisky ist im Prinzip, brauen Sie ein Bier ohne Hopfen, ohne das Sieden, dann destillieren Sie das Bier 2-mal auf Brennblasen und dann füllen Sie das in Eichenfässer ab, lagern es mindestens 3 Jahre, bevorzugt 10 bis 15 Jahre oder 18 Jahre und Sie haben einen schottischen Single Malt Whisky. So einfach ist das. Whisky ist nichts anderes als destilliertes Bier. So natürlich dann definieren, was Destillation ist und so weiter. Und wer sich also den ganzen juristischen Rattenschwanz, was schottischen Single Malt Whisky ausmacht, antun möchte, hier habe ich ein Video über 1/2 Stunde, wo ich also durch die Verordnungen der britischen Verwaltung gehe und erkläre, was also zu einem schottischen Single Malt Whisky nun wirklich alles dazu gehört. Also das ist dann sehr, sehr detailliert und leider von der Papiersorte. So, zuallererst, wenn man also ein Bier brauen will, braucht man Hopfen und Malz, Gott erhalts, brauchen wir also für ein Bier, für schottischen Single Malt Whisky, brauchen wir Malz. Den Hopfen lassen wir weg, der hat eine bittere Komponente, die wir so feinherb beim Bier lieben, aber beim Whisky eben nicht. Da soll der Whisky nicht bitter sein. Das heißt, wir nehmen nur die Gerste und melzen die. Was bedeutet nun melzen? Man hat ein Getreidekorn und in dem befindet sich Stärke. Ja, macht man Mehl, backt Kuchen. Und diese Stärke im Getreidekorn kann man, ja, indem man das Korn ganz natürlich keimen lässt auf Malzböden, kann man diese Stärke aufbrechen in Malzzucker. Und diesen Malzzucker kann man nachher mit Hefen vergären. Jetzt geht man also erstmal hin, melzt das Getreide. Hier habe ich Ihnen mal Malzböden eingeblendet. Allerdings heutzutage nur noch ein Bruchteil des schottischen Whiskys wird auf solchen arbeitsintensiven Malzböden hergestellt. Das meiste passiert in Großmelzereien, wo im Prinzip auch das Malz für die Bierindustrie hergestellt wird. Das ist der gleiche Prozess. So, woher kommt die Gerste? Sehr viel, ja, schottische Gerste muss verwendet werden und so. Und bloß Schottland hat so einen Bierdurst und auch einen Whiskydurst, dass die heimische Gerste schon überhaupt nicht mehr ausreicht. Und so wird hübsch heftig importiert. Ja, auch aus Bayern hier, wo The Whisky Store zu Hause ist, wird Gerste nach Schottland importiert und damit wird dann Whisky hergestellt. Es gibt Versuche immer öfter von kleinen Brennereien, wie zum Beispiel der Isle of Arran oder der Arran Brennerei auf der Isle of Arran. Da gibt es einen Orkney Beer Gerste. Die war also speziell eine Gerste für die nordischen Länder, die also in 8 Wochen fertig reifte in dem kurzen Sommer und damit dann auch andere Aromen in Whisky abgibt. Aber die Unterschiede sind für den Fachmann schmeckbar, für sagen wir mal, den Einsteiger oder den unbedarften Genießer dann doch eher nicht. So. Jetzt haben wir also die Gerste durch das Melzen in Malzzucker verwandelt. Mit heißem Wasser wird es jetzt in der Maischetonne eingeweicht und der Malzzucker aus der Gerste herausgelöst. Und man erhält nun ein zuckriges Wasser. So eine Maischetonne blende ich Ihnen jetzt hier auch ein. Und diese Maischetonnen fassen also Tonnen an Getreide, am Gewicht, da ist also richtig viel drin. Und das laugt man nun mehrfach mit heißem Wasser aus. Und dann lässt man diese Flüssigkeit, die wort auf Englisch heißt, vielleicht Würze übersetzt, bloß Stammwürze und so, trifft die Sache nicht ganz, weil das Bier wird gesiedet und so, da passiert also noch mehr.
Und dieses Wort lässt man nun abkühlen und füllt es in ganz große sogenannte Washbacks. Das sind Gärbehälter. Im amerikanischen Umfeld, beim Bourbon-Industrie, werden die auch Fermenter genannt, weil da eine Fermentation, also eine alkoholische Gärung stattfindet. Und in diesen Washbacks bleibt also diese Flüssigkeit, dieses Wort, bleibt zwischen 48 und 96 Stunden da drin. Jede Brennerei macht das anders. Man will aber auf jeden Fall mehr Alkohol in diesem Wort erzeugen, als das bei normalem Bier ist. Da stoppt man dann bei 4, 5, 6%. Und wenn man dann mal über 6 hat, dann ist das schon ein Doppelbock und so. Beim Whisky geht man schon mal rauf bis 8, 9. Ja, in Spitzen werden auch 10% Alkoholgehalt erreicht. Und für die Hefen, die man dort zusetzt, braucht man also verschiedene Hefen. Und zwar einmal eine Hefe, die sehr schnell arbeitet, um möglichst zügig hier eine Gärung hinzubekommen. Und dann braucht man eine weitere Hefe, die dann am Ende hohen Alkohol erzeugen soll. Also das werden zwei Hefen zugesetzt. Erst arbeitet die eine, nachher arbeitet dann die andere. Das passiert in großen Washbacks, die ich Ihnen auch eingeblendet habe. Und da gibt es im Prinzip zwei Sorten davon. Die klassischen aus Oregon Pine, einem Nadelholz, sehr widerstandsfähig gegenüber Pilzen zum Beispiel und anderen Schädlingen. Man macht es aber auch immer mehr in Edelstahltanks. Und die Oregon Pine haben dann schon ein Problem mit gewissem Bakterienbefall, weil sie halt aus dem natürlichen Stoff Holz sind. Und da muss man nachher dann besonders viel Chemie zusetzen, um diese Oregon Pine Behälter wieder sauber und rein zu bekommen, damit da nicht nachher Essigbakterien drin sind und so einen ganzen Fermenter umkippt. Und man hat aber Essig da drin. Ne? Ja, so. Aber dennoch sagen die Spezialisten, oh, wir müssen hier die originale Oregon Pine Behälter nehmen. Wer aber mal drüber nachdenkt, weshalb denn, dann sagt man immer, ja, das Holz hat einen Einfluss auf die Flüssigkeit. Hier sind wir nur 48 bis 96 Stunden drin. Die Oberfläche ist vergleichsweise klein für das riesige Volumen von einigen zigtausend Litern, die da drin vergoren werden. Wenn man das vergleicht mit einem Fass, wo dann über Jahre mal ein Geschmack übergeht in den Whisky, hat man also ein viel interessanteres Verhältnis von Fassoberfläche zu Inhalt. Da werden Substanzen transportiert, als bei diesen riesen Gärbehältern, die vor allem dann noch ein Jahrzehnt alt sind. Wenn da ein Geschmack drin war, ist der längst raus. Also die machen nur einen schönen Eindruck auf die Besucher. Einen richtigen Vorteil haben sie eigentlich nicht. Eher haben sie einen Nachteil, dass man sie mit Chemie richtig ordentlich dolle sauber machen muss. Und ja, also die modernen Behälter halte ich dafür weitaus hygienischer und vernünftiger. So, je länger man nun in diesen Gärbehältern gärt, umso mehr Aromastoffe erzeugen die Hefen und umso intensiver wird der Whisky. Und einige Brennereien haben sogar jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren auf längere Gärungen umgestellt, so zum Beispiel Royal Lochnagar, um einen intensiveren Malt-Whisky zu erzeugen, den die Kunden jetzt ja immer mehr haben wollen. Die Zeiten des leichten Easy-to-drink Wirkungstrinker-Whiskys, die Zeiten sind vorbei. Jetzt sind Genusstrinker, die viel Aroma wollen, ganz vorne. So, was da jetzt nur rauskommt, nennt sich Wash und ist halt dieses 8-10%ige Bier. Und damit geht es nun in sogenannte Brennblasen. Wenn ich Ihnen hier mal eine Brennblase ein, was ist das? Es ist unten ein riesen Kupferpott. Der wird erhitzt. Oder in diesem Kupferpott wird dieses Wash eingefüllt, dann wird erhitzt und zwar entweder mit Gas von außen, da gibt es wenige Brennereien, die das noch machen. Früher wurde immer ein Feuerchen drunter gemacht, vor allem Dorffeuerchen, weil Dorf nichts kostete, nur Arbeitskraft zum Stechen und Arbeitskraft war billig. Dann hat man irgendwann auf Kohle umgestellt, aber die neue Feinstaubverordnung der EU hat also auch diese Kohlefeuerung dann dort beendet und heute wird dann, wenn von außen befeuert wird, wird mit Erdgas befeuert. So, andere erhitzen die Flüssigkeit von innen, indem dort innen drin so Zylinder, Hohlzylinder drin sind und durch die wird überhitzter Heißdampf durchgeleitet, bringt auch eine schöne Erwärmung der Flüssigkeit und eine schöne Konvektionsströmung innen drin und vor allem backen dann die feinsten Teilchen nicht an dieser überhitzten Kupferfläche an und man muss da nicht innen drin mit dem Rummager das Anbacken verhindern, wovon also die extern gefeuerten Brennblasen immer ein bisschen leiden. So, nun, was passiert, wenn man diese Flüssigkeit, Gemisch,
dieses Flüssigkeitsgemisch aus Alkohol und Wasser plus ein paar Geschmacksstoffe, auf die es ankommt, erhitzt. Nun, der Alkohol verdunstet zuerst, der hat einen Siedepunkt von 78 Grad und das Wasser erst von 100 Grad bei Normbedingungen. Siedet der Alkohol zuerst und tritt in den Hals der Brennblase aus, kondensiert dort am kühlen Hals, weil oben wird nicht geheizt, rinnt wieder runter, erhitzt sich wieder und nun kommt da dieser Konvektionsprozess zugange und irgendwann steigt dann der Alkoholdampf auf über das Neck in den sogenannten Leinarm hinein, in dem dann schon langsam der Alkohol wieder verflüssigt und dann hinten im Kondensator dann richtig zu Rohwhisky kondensiert. So ideal, wie das jetzt klingt, zuerst kommt der Alkohol, so ideal ist es nicht, sondern es kommt immer ein Gemisch aus Alkohol mit Wasser. Und beim ersten Mal destillieren in so einer Brennblase kommt da am Ende zwischen 20 und ja, maximal 30% Alkohol raus, je nachdem, wie stark man da unten drunter Feuer macht. Und am Anfang macht man viel Feuer, damit möglichst schnell hier die Destillation läuft. Und beim zweiten Destillieren lässt man sich dann richtig mehr Zeit. Und nun wird sehr vorsichtig, bedachtsam, behutsam der Alkohol aus der Flüssigkeit herausgetrieben. Und das, was zuerst kommt, wird nicht aufgefangen, das leitet man in extra Behälter weg. Das sind die sogenannten Foreshots, der Vorlauf auf Deutsch gesagt. Da sind also Substanzen drin, die relativ scharf und leicht flüchtig sind. Die schmecken im Whisky nicht so wirklich gut. Dann kommt der sogenannte Middle Cut, das Herzstück. Da ist der richtig gute Whisky drin. Und am Ende kommt der Nachlauf. kommen dann auch irgendwann die Fuselöle mit und dann beginnt das Kopfweh. Da muss man also aufpassen und dann heißt es immer, ja, der Destillationsmeister, der guckt den an und dann kommt der Geist geflogen und dann stellt er um und sagt, ab jetzt ist der Whisky gut. Macht er nicht. Dazu gibt es Spirit Safes, blende ich Ihnen mal einen ein. Und da drin, in diesem Spirit Safe, wird die Temperatur des Destillats gemessen und gleichzeitig die Dichte. Und da habe ich mal ein Video gedreht, wie bestimme ich den Alkoholgehalt eines Whiskys. Und daran kann er erkennen jetzt, wie viel Alkoholgehalt diese Flüssigkeit hat. Und dann weiß er, wann ist der Vorlauf zu Ende. Und dann misst er wieder und misst er wieder. Aha, jetzt ist das Herzstück zu Ende, jetzt schaltet er wieder um und dann hat er das Gute raus. Das hat also mit Magie nichts zu tun. Das hat mit Jahrzehnten oder Generationen ausprobieren zu tun. Denn die Form der Brennblasen in einer Brennerei bleibt in der Regel dieselbe. Auch wenn eine Brennblase kaputt geht und neu gebaut wird, neu angefertigt werden muss, wird das immer nach den alten Plänen, nach den alten Kurvenformen gemacht, damit der Geschmack hier vom Whisky identisch bleibt. Denn die Destillation hat einen sehr, sehr hohen Einfluss auf den Geschmack des Whiskys. Und auch da gibt es eine kleine Geschichte aus der Märchenstunde. Und zwar, wenn so eine Brennblase eine Delle hat, dann führt es dazu, dass der Alkoholdampf sich dort nochmal niederschlägt und besonders abtropft und auch einen besonderen Geschmack macht. Und wenn also eine neue Brennblase hergestellt wird, dann kriegt die Delle reingeschlagen, damit die genauso ist wie die alte, damit sich da der Geschmack des Whiskys nicht verändert. Jo, alles Märchenstunde. Wird nicht gemacht. Ich habe mich da mit den Brennblasenbauern unterhalten. Das ist ein hochteures, wertvolles Gerät und niemand wird das irgendwo mutwillig beschädigen, nur um da irgendwo eine Delle da reinzubekommen. An der Stelle wird dann vielleicht das Kupfer irgendwo ein bisschen überdehnt und ein bisschen brüchig und dann geht die eher kaputt und so. Wird nie ein Mensch machen. Gehört auch alles in den Bereich der Märchenstunde. Aber darum geht es beim Whisky sehr viel um Glauben, um Gefühle, um Dinge, die da transportiert werden. Für mich ist die Magie des Whiskys an einer ganz anderen Stelle zu Hause, nämlich diese vielen, vielen verschiedenen Aromen, die während des gesamten Prozesses von der Bierherstellung oder vom Wachsen des Getreides über die Bierherstellung, die Fermentation, die Gärung bis hin zur mehrfachen Destillation dann dort ja ausgewählt und konzentriert werden. Da ist für mich die Magie zu Hause, nicht in irgendwelchen Dellen, die da geschlagen werden. So, dann kommt der Whisky da raus, dann wird der auf meist 63,5 Volumenprozente verdünnt und dann geht es ab ins Fass.
Und diese Fässer sind keine neuen Eichenfässer, nein, das sind gebrauchte Eichenfässer, die man typischerweise entweder aus USA importiert. Zuvor lag dann in denen Bourbon oder Tennessee Whisky drin. Denn in den USA gibt es ein Gesetz, an den sogenannten Bourbon Act, und in dem steht drin, dass für amerikanischen Bourbon Whisky Fässer nur einmal verwendet werden dürfen. Darf also kein Refill gemacht werden. Was sollen die nun mit den alten Fässern machen? Nun, die gehen nach Schottland und die Schotten sagen, gerade richtig, füllen wir unseren Whisky ein. Und jetzt kann der da viel länger reifen und Aromen aus dem Holz rausziehen, als der Bourbon, der typischerweise 3, 4, 5 Jahre da drin vielleicht reift und da die starken Holzaromen erstmal rausholt. Die sind dann draußen und jetzt wird der schottische, weichere, leichtere Whisky eingefüllt. Nein, das ist nicht ganz richtig. Wird der schottische, anders schmeckende Whisky eingefüllt und der reift dort drin jetzt langsamer und nimmt nicht so viele Holzaromen raus und wird damit nicht so schnell so holzlastig wie ein Bourbon. Fässer gibt es aus verschiedenen Holzsorten. Einmal aus amerikanischer Weißeiche und dann aus europäischer Eiche, die viel, viel würziger, kräftiger ausfällt. Und in der reiften wurde zuvor meist Sherry oder ja, Starkweine, aber auch ganz normale Weine in einer Barrique-Reifung gelagert. Und dort kriegt man also nun neben diesem Eichenaroma, bekommt man nun auch noch das Aroma des Weines mit rein. Denn Eichenholz ist porös und in diesen porösen Strukturen vom Holz sammeln sich so in den Fässern noch einige Liter und vor allem die Überreste des Weins, was dann noch ein weiteres zusätzliches fruchtiges Aroma in den Whisky übergibt. Die Fässer sind sehr, sehr besonders. Habe ich mal ein ganzes Video über Fassreifung und dann auch die Nachreifung vom Whisky gedreht. Das ist also ein Kapitel total für sich alleine. Wichtig für Sie jetzt hier bei diesem kurzen Überblick ist, dass aus den Fässern über die Poren des Eichenholzes sowohl Alkohol verdunstet und Wasser verdunstet. Alkohol verdunstet und das nennt sich dann The Angel's Share, der Anteil der Engel, weil über den Wolken, über den Lagerhäusern, in dem der Whisky die Jahrzehnte reift, da halten sie besonders gerne die Engel auf. Und drum heißt es dort Angel's Share. Und wenn man dann in den Himmel kommt und zum Engel wird, dann bitte auf die Wolken über den schottischen Brennereien. Das ist also das. Und bei den Lagerhäusern gibt es nun deutliche Unterschiede. Und zwar gibt es da einmal die alten sogenannten Dunnage Warehouses. In denen liegen die Fässer wenige Lagen hoch, meist nur 3 Lagen hoch. Der Boden ist gestampfter Lehm. Damit ist eine feuchte, klamme Atmosphäre in diesen Lagerhäusern. Es ist vergleichsweise kalt in Schottland, dass es da immer dampfig kalt ist. Das hat einen Riesenvorteil. Es verdunstet nicht so viel Alkohol. Ja, Dampfdruckgefälle von innen nach außen. Und damit ist der Verlust nicht so groß und man kann mehr Whisky nachher verkaufen. Dazu im Gegensatz stehen die neuen Lagerhäuser meistens mit dem Betonboden, dass man da mit dem Gabelstapler gut fahren kann. Und da ist die Verdunstungsrate ein Stück weit höher. Aber heutzutage ist die Arbeitskraft deutlich teurer als die eingesetzte Ware. Und so verzichtet man heute da weitgehend bei dem Neubau von Lagerhäusern auf diese Dunnage Warehouses und verwendet dort ganz moderne Lagerhäuser, die jetzt auch nicht mehr steingemauert sind, sondern meistens Blechwände haben, die auch ordentlich belüftet sind, dass da also der Wind durchstreichen kann. So vor 20, 30 Jahren hat man dann, statt die Fässer da reinzurollen und mühselig aufeinander zu stapeln, ist man hingegangen und hat gesagt, man macht Racks da rein, also wie heißt das, Regale da rein und hat nun einen Gabelstapler und fährt diese Fässer dann in die einzelnen Regale und da geht man jetzt bis auf 8, 9 Ebenen hoch und bringt nun auf eine Fläche viel, viel mehr Whisky unter zum Reifen und kann dann aber auch unten eins rausnehmen und muss nicht erstmal die ganzen oberen 2 Reihen abräumen, bevor man unten an das mittlere Fass kam. Ne? Also so war hier ein besserer Zugriff auf die einzelnen Fässer möglich. Allerneueste Entwicklung, die wir so ungefähr seit, ich sag mal, 5 Jahren sehen, ist, man lagert Fässer nicht mehr liegend, sondern stehend wie dieses Fass. Und man hat jetzt das Spundloch, den Bang, das Loch mit dem Bang drin, das ist der Stopfen, nicht mehr an der Seite wie früher, sondern man hat ihn oben.
Das hat den Riesenvorteil, man kann diese Fässer wunderbar auf Paletten stellen. Und diese Paletten kann man nun aufeinander stapeln und kriegt nun so 10, 15, 20 Lagen in riesige Lagerhäuser übereinander. Und das machen heute so gut wie alle. Und diese palletized Warehouses, die ja, hat man nun nachgewiesen, bringen keinen anderen Reifungsgeschmack zustande als die anderen Rack Warehouses auch. Zu den Dunnage Warehouses soll es angeblich noch einen gewissen Unterschied geben. Mir selber ist aber nicht so bekannt, dass ich jetzt sagen würde, der stammt jetzt aus dem Dunnage Warehouse und der aus dem Palletized Warehouse. So, es verdunsten nun Alkohol und Wasser und das Verhältnis, wie der nun zueinander verdunstet, macht dann am Ende den Alkoholgehalt aus, der im Fass überbleibt. Und dann wird nochmal verdünnt auf Trinkstärke. Zwischen 40% und 46%. Moderne werden jetzt immer mehr mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Die Standardware, die Massenware, die wird mit 40 Volumenprozent abgefüllt. Dem Minimum Alkoholgehalt für einen Whisky. Fässer wie dieses hier, wenn sie mal ausgelaugt sind, gehen ja, zum Brennholz, zu Blumenkübeln und so weiter. Es wird aber immer öfter, werden diese Fässer nochmal innen ausgekratzt. Das habe ich am Anfang nicht erwähnt. Die Fässer werden nämlich innen drin ausgebrannt, um das Holz zu aktivieren, um aus der Holzsubstanz Holzzucker zu machen und diese Holzzucker zu karamellisieren. Und darum kommt der Whisky dann aus dem Fass braun raus. Das ist also karamellisierter Holzzucker, der die braune Farbe an den Whisky abgibt. So, das ist dann irgendwann aufgebraucht, dann kommt da keine Farbe mehr raus und dann geht man hin, kratzt die Fässer von innen aus und flammt die nochmal aus und dann sind die Fässer sogenannt rejuvenated, wieder aktivierte Fässer, die wieder Aromen abgeben und dann nochmal verwendet werden. Und das Tolle daran ist, auf diese Art und Weise können Fässer also weit über 100 Jahre alt werden. Also das Holz, was in so manchem Fass drin ist, ja, stammt aus früheren Jahrhunderten. So, dann geht man hin und füllt mehrere dieser Fässer in ein großes Mischgefäß, den sogenannten Vat. Und in diesem Mischgefäß vermischen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Fässern. Das eine Fass lag weiter oben, das andere mehr an der Seite, das dritte hat eine etwas andere Holzsorte gehabt und. Das vermischt man dann miteinander zu einem gemeinsamen Geschmack. Und dann füllt man es in eine Whiskyflasche ab und dann nennt sich dieser Whisky, obwohl man hier mehrere Fässer miteinander vermischt hat, immer noch Single Malt Whisky, wenn die Fässer alle aus einer einzelnen Brennerei stammen. Das ist wichtig. Aus einer einzelnen Brennerei, aber mehrere Fässer, nennt sich Single Malt. Single steht also für die einzelne Brennerei. Oft geht man dann hin und sagt jetzt nicht nur, der ist jetzt 12 Jahre alt, sondern bei diesem Whisky zum Beispiel sagt man, der ist 2001 gebrannt worden. Und da steht hier, am 25. Mai 2001 ist dieser Whisky in die Fässer gefüllt worden. Und am 16.06.2012 ist er aus den Fässern wieder ausgefüllt worden. Das steht am Datum hier mit drauf. Damit gibt man hier diesem Whisky eine gewisse Historie, einen Werdegang mit und macht ihn zu etwas Besonderem. Die relativ einfachen Single Malt Whiskys, da steht dann nur ein Alter von 12 Jahren drauf oder 18 Jahren drauf. Da können nun auch noch Fässer aus anderen Daten, da kann also ein 12-jährigen Whisky, kann auch ein 13-, 14-, 15-jähriger Whisky drin sein. Man wird natürlich versuchen, diesen alten Whisky-Anteil möglichst gering zu halten, um die Kosten zu sparen und diese alten Whiskys für ältere Abfüllungen zu reservieren, aber tendenziell sind auch ältere möglich. Und so ein Whisky wie hier, der hat jetzt sogar noch neben dem Datum, neben dem Jahrgang, zum Beispiel hier 1991, hat er auch noch genau das Fass angegeben mit der Fassnummer, die auf dem Fass drauf stand. Und das nennt sich jetzt dann ein Single Cask Whisky, ein Whisky aus einem einzelnen Fass. Davon gibt es natürlich jetzt nicht viele Flaschen, nämlich nur genau so viel, wie aus diesem Fass rauskam. Und in diesem Fall waren das 749 Flaschen, die aus einem großen, alten Sherry-Fass stammten. So, das war nun im Schnelldurchgang die Definition, was schottischer Single Malt Whisky ist.
Schauen Sie auf unserer Webseite whisky.de nach. Da ist der Werdegang der Whiskys bis ins kleinste Detail mit Fotos dargestellt. Es gibt Hörbücher oder ein Hörbuch, was Ihnen mit vielen, vielen verschiedenen Kapiteln, was Ihnen hier vorliest, wie dieser Whisky entsteht. Es gibt ein Buch zum Download mit bald 300 Seiten, wo diese einzelnen Schritte, das Melzen, das Destillieren und, in den einzelnen Kapiteln ganz genau definiert ist und dargestellt wird, was es da für Variationen gibt. Und wenn Sie sich für Single Malt Whisky interessieren, es gibt viele tausend verschiedene Flaschen permanent auf dem Markt verfügbar mit verschiedenen schottischen Single Malt Whiskys, von denen Sie rund 900.000 verschiedene Flaschen Sie bei uns bei whisky.de im Shopsystem finden. Ich hoffe, ich habe Sie hier mit ein bisschen für schottischen Single Malt Whisky interessiert und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten, aber auch, wenn Sie bei uns im Shopsystem sich einen Single Malt Whisky aussuchen und wenn es nur als schönes Geschenk für einen Freund oder Verwandten ist. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.